Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie die Definition der absoluten Häufigkeit lautet und wie man einen Bruch in eine Dezimalzahl und in einen Prozentsatz umwandelt. Deine Ziele für das Video sind nämlich, die Definition der relativen Häufigkeit kennenzulernen und in weiterer Folge zu verstehen, was der Zusammenhang zwischen der relativen und der prozentuellen Häufigkeit ist. Dazu schauen wir uns wieder das oberste Kästchen auf dem Arbeitsblatt an. Hier noch einmal zur Wiederholung, die absolute Häufigkeit groß H von i gibt an, wie oft der Wert xi in der Liste vorkommt. Die absolute Häufigkeit steht also für eine Anzahl. Die relative Häufigkeit, klein h von i, gibt an, welcher Anteil der Zahlen auf der Liste xi sind. Die relative Häufigkeit steht also für den Anteil dieser Werte. Und wir berechnen sie mit Hilfe folgender Formel. Klein h von i ist gleich groß H von i geteilt durch n. Und wir sagen dazu groß H von i von n und meinen damit einfach den Anteil gleicher Werte von allen Werten insgesamt. Um das ein bisschen besser zu verstehen, schauen wir uns ein paar Beispiele an. In diesem Fall ist n gleich 10. Und das sind wieder die drei Listen mit Zahlen, die wir schon einmal in einem anderen Video gesehen haben. Deine Aufgabe ist es jetzt, die relativen Häufigkeiten der Zahlen 1 und 2 selbstständig zu bestimmen. Pausiere dafür kurz das Video. Die Auflösung machen wir gleich gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Ergebnisse notiert. Wir fangen jetzt mit der ersten Liste an. Dazu markieren wir kurz, wie oft die beiden Zahlen in der Liste vorkommen und erhalten die absoluten Häufigkeiten 1 und 2, jeweils gleich 1. Und daraus folgt dann, dass die relativen Häufigkeiten von 1 und 2 auch jeweils 1 von 10 sind. Das heißt also, eine von 10 Zahlen ist ein 1er oder ein 2er. Im Falle der zweiten Liste haben wir keine 1er, aber 10 2er. Also sind die absoluten Häufigkeiten 1 und 2 0 und 10. Und daraus folgt dann, dass die relativen Häufigkeiten von 1 und 2 0 von 10 bzw. 10 von 10 sind. Bei der dritten Liste wiederholen wir das Spiel und wir erhalten die absoluten Häufigkeiten 2 und 3. Und daraus folgt, dass die relative Häufigkeit der Zahl 1 2 von 10 ist und die relative Häufigkeit der Zahl 2 3 von 10. Ich habe hier noch einmal die Ergebnisse für die drei Listen zusammengefasst, aber das Ganze schaut jetzt noch ein bisschen unmathematisch aus. Damit wir das als eine Zahl anschreiben können, haben wir drei Möglichkeiten. Wir können das einerseits als Bruch angeben, andererseits als Dezimalzahl oder auch als Prozentsatz. Dieser dritte Fall hier als Prozentsatz, das ist die sogenannte prozentuelle Häufigkeit. Ist die relative Häufigkeit in Prozent angegeben, dann sprechen wir auch von prozentueller Häufigkeit. Die prozentuelle Häufigkeit ist also nichts anderes als die relative Häufigkeit, nur als Prozentsatz angegeben. Deine Aufgabe ist es jetzt, hier diese umgangssprachlichen Formulierungen der relativen Häufigkeiten von 1 und 2 jeweils als Bruch, als Dezimalzahl und als Prozentsatz darzustellen. Pausiere dafür wieder kurz das Video, die Auflösung gibt es gleich. Wir fangen wieder mit der ersten Liste an. Dazu möchten wir diesmal in die Darstellung der Formel wechseln. Ich habe hier noch einmal die beiden absoluten Häufigkeiten eingeblendet und diese setzen wir jetzt in die Formel ein. Zur Erinnerung, n ist hier gleich 10. Also kommen wir, da in beiden Fällen die absolute Häufigkeit gleich ist, jeweils auf 1 Zehntel, also eine von 10 Zahlen. Und als Dezimalzahl wäre das in beiden Fällen 0,1. Darauf kommen wir, indem wir die Rechnung 1 geteilt durch 10 durchführen. Und das Ergebnis ist dann 0,1. Als Prozentsatz ist das jeweils 10%. Bei der zweiten Liste setzen wir auch hier wieder in die Formel ein. Die absoluten Häufigkeiten habe ich hier wieder eingeblendet, 0 und 10. Und das bringt uns zu 0 bzw. 10 Zehntel. Als Dezimalzahl ist das gleich 0 und für 2 1, also ein Ganzes. Als Prozentsätze erhalten wir dann noch 0% und 100%. Bei der dritten Liste machen wir das Ganze noch einmal.
Wir setzen wieder die absoluten Häufigkeiten 2 und 3 in die Formel ein und kommen auf 2 Zehntel und 3 Zehntel. Diesen Bruch, die 2 Zehntel, könnten wir noch kürzen. Der Zweier geht hier oben in den Zweier einmal und hier unten in den Zehner fünfmal hinein. Also wäre das gekürzt ein Fünftel. Wenn wir das als Dezimalzahl angeben, dann erhalten wir einmal 0,2 und 0,3. Und als Prozentsatz bekommen wir dann noch 20% bzw. 30%. Und damit sind wir fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.